Wenn die UEFA tatsächlich die Vergabe der EM für die Türkei sich ausspricht, dann wird Erdogan, der türkische Präsident, dies als einen persönlichen Pokalsieg ausschlachten politisch. Dabei müsste man diesem Foulspieler eigentlich eben auch mal die rote Karte zeigen. Ich nehme an, dass die Vorgänge um Mesut Özil in den letzten Monaten von der türkischen Seite, weil Mesut ja auch ein unnachgiebiger Erdogan-Propagandist tatsächlich ist und von seinem Beraterstab auch tatsächlich dafür mitgenutzt wurde und instrumentalisiert wurde. Wer einen Schatten werfen möchte mit der Affäre Mesut Özil auf die große Integrationsleistung des Sports in Deutschland, der hat natürlich bestimmtes Ziel im Auge und das ist natürlich auch die EM-Vergabe. Ich würde mir wünschen, dass die Maßstäbe, die ein Mesut Özil und andere aus seinem Beraterstab an die Bundesrepublik Deutschland anlegen, dass die das mal in der Türkei anlegen würden. Wenn die Vergabe der EM für diese Vergabe entscheidend ist, der Umgang mit Andersdenkenden, der Umgang mit Minderheiten, auch die Stabilität und auch die Infrastruktur, die Erfahrungen in Sachen Sport und Ausrichtung von Großprojekten, da denke ich mir schon, dass wir die besseren Chancen haben als die Türkei.